Heute zeige ich euch, wie ihr euch mit einfachen Mitteln selbst eine Campinglampe bauen könnt. Sie ist zwar optisch nicht der Hingucker, aber dafür erfüllt sie voll und ganz ihren Zweck und hält sich auch preislich im unteren Bereich auf. Als erstes brauchen wir hier eine solche Batterie. Dem einen oder anderen ist die vielleicht bekannt aus größeren Taschenlampenmodellen. Die haben meist 6 Volt und in meinem Fall hier 7 Amperestunden. Und den Strom kann man oben über 2 Kontaktfedern abgreifen. Da sieht man es nochmal. Plus und minus 6 Volt. Hier die Federn. Und dann braucht man noch dieses Holzkonstrukt mit der Glühbirne. Das ist eigentlich das, was man selbst bauen muss, aber das bekommt man in weniger als 10 Minuten hin, auch wenn man nicht so handwerklich begabt ist. Das besteht im Grunde genommen aus einer quadratischen Holzplatte hier, an die ich außenrum 4 andere Holzplatten geschraubt habe, mit eigentlich viel mehr Schrauben, als ich eigentlich gebraucht hätte, aber gut, die hatte ich damals übrig. Die Maße der Grundplatte entsprechen den Maßen der Grundfläche der Batterie, aber man soll darauf achten, dass man auf jeder Seite noch 1 mm dazu gibt. Ich habe nämlich den Fehler gemacht und habe die Maße von der Unterseite der Batterie genommen, aber die Batterie ist hier oben breiter als da unten. Deswegen musste ich auch dann innen drinnen nachträglich noch etwas ausfeilen oder ausfräsen, was man hier an der ungeraden Linie gut erkennen kann. Oben in der Mitte findet eine Fassung Platz, die ich einfach mit doppelseitigem Klebeband, das auch noch gepolstert ist, auf dem Holz festgeklebt habe. Daneben habe ich Löcher für die Kabel gebohrt, wo sie dann nach unten geführt werden. Und da habe ich einfach 2 Reißzwecken genommen, die im Abstand wie die Kontaktfedern der Batterie angebracht sind und über die ich dann den Strom abgreifen kann. Die Reißzwecken habe ich einfach mit Sekundenklebe unten eingestrichen, damit sie nochmal zusätzlich halten. Deswegen ist das hier auch außenrum ein bisschen vergilbt. Das ist der Sekundenkleber, der nach dem Löten dann sich hier, was weiß ich, da reingebrannt hat. Also Reißzwecken da rein mit etwas Sekundenkleber und dann kann man unten Lötzinn drauf machen, bis nicht mehr geht, um einen guten Kontakt zu bekommen und gleichzeitig noch das Kabel mit reinlöten. Und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Jetzt kann ich deckungsgleich dieses Teil da draufsetzen und man sieht schon, die Lampe leuchtet. Und wer will, kann noch so einen weißen Joghurtbecher darüber stecken, damit das Licht noch ein bisschen mehr gestreut wird. Gut, das ist jetzt hier nicht so gut zu sehen als erwartet, denn einerseits leuchtet hier noch der Bildschirm von meinem Computer und auch die Kamera nimmt das nicht so gut auf. Und drittens ist die Batterie auch schon leerer als gedacht, also die Lampe leuchtet dann und wie schon gesagt, zur besseren Lichtstreuung kann man da einfach noch einen Joghurtbecher oben drauf packen, damit das Licht besser verteilt wird.